Hallo YouTube, hallo liebe Zuschauer, ich bin's, euer German Girls Frontline und ich begrüße euch zu einer weiteren deutschsprachigen Folge vom Spiel Girls Frontline. Ich entschuldige mich, dass ich letzte Woche überhaupt gar kein Video gemacht habe. Es gibt auch ein paar Gründe. Einer ist etwas bescheuert, der andere ist nicht bescheuert. Entschuldigung für Montag oder Begründung für Montag war, dass ich am Wochenende zuvor, ich glaube am Samstag, beim Spiel Mount & Blade Napoleonic Wars bei einem Regiment eingetreten bin. Und montags ist zwar Trainingstag, das ist zwar spätabends, aber ich wollte die Leute auch... Ah nee, montags ist kein Trainingstag, genau. Montags ist Freitag, aber ich wollte die Leute ein bisschen kennenlernen. Hatte zwar vorgehabt, auch eine Aufnahme zu machen, aber... Als ich dann auf die Uhr geschaut habe, war es schon 21 Uhr. Da ist das also die Zeit im Flug vorbeigegangen, bevor ich es gemerkt habe. Am Freitag war ich wieder bis Samstag mit meiner Mutter unterwegs und habe auch da deswegen keine Aufnahme gemacht, da ich mich auf den Tag mit meiner Mutter konzentrieren wollte. Es gibt ein paar kleine Änderungen bei meinen Duels. Ich habe ein paar Duels mehr bekommen in der Zeit. Habe auch geguckt, dass ich ein bisschen weiter komme. Genau, morgen gibt es Maintenance bis vom vom 4. von, ja. Also es gibt ein Update. Morgen. Gut, morgen ist ja sowieso kein Aufnahmetag, also es ist gar keine Katastrophe hier in der Aufnahme. Dieses Ereignis hier, dieses Bingo, habe ich auch abgeschlossen. Ich krieg trotzdem immer noch Punkte. Komplett abgeschlossen. Gestern Abend. Und, ja, neue Charaktere, ich glaube drei Stück. Drei? Nein, sogar ein paar mehr, meine ich. Ein paar mehr. Habe ich ihre Herzen schon mal? Egal, egal, egal. Zeige ich euch jetzt mal. Also, heute habe ich eine. Das weiß ich, das weiß ich. Type 95 einmal. Bin auch hier in der Formation. Hauptsächlich die beiden sollen das, weil die haben ja auch diese Modifier. Also die M1911 und die M14. M4A1 ist auch jetzt auf Level 100, aber ich habe nicht ausreichend Memory-Fragmente, um die ausfüllen zu können. Um das machen zu können, muss noch sammeln. Bin ich auch dabei. Und ja, Echelon 1 baut allmählich wieder auf, ne, nachdem ich MG3 und G36 rausgenommen habe und die dann durch die Walther 2000 und die 100 Chiki ersetzt habe. Stimmt, ich habe noch ein paar mehr Charaktere, genau, nicht nur zwei. Ich habe nämlich auch einmal... Ja, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Sort by Rarity. Genau, machen wir es mal so. Nur um mal kurz zu zeigen. 64 Chiki, japanisches Sturmgewehr. Weiß ich noch nicht. Ich gucke, dass ich jetzt eher mehr... Ich weiß, dass ich zwar eigentlich knapp an der Grenze wieder bin mit meinen T-Duels Limit, aber ich möchte eigentlich noch ein Echelon aufbauen und dann... damit weitermachen zu können. Eine Pistole habe ich heute bekommen. Ja, eine Pistole, die Type 59. Ist, glaube ich, eine chinesische. Kann aber auch eine japanische, aber so vom Zeichen mit dem Stern und Panther, das ist chinesisch. Erkennbar sofort. Also so sieht's zurzeit bei mir aus.
Nein, ich habe nicht drauf geklickt. Ne, damit ihr, ja, ich sag mal, ein klein bisschen im Kopf habe. Kampagnenmäßig bin ich aber nicht weitergekommen. Ich werde heute die Night Battle. Doch, Night Battle machen. 3, 2. Guide. Area 3. Ja, ich gucke wieder da auf die Karte, auf mein Handy. Das skippe ich jetzt mal. So. Wo sind die Bilder? Ich mach mal auch mal Discord aus, mal im Hintergrund, damit das mit dem Internet ein bisschen besser wird. So. Also einmal Echelon 2 natürlich. Ist zurzeit ja das stärkste Echelon. Und Echelon 1 auch. Und Combat Fairy Combat an. Ah, komm, komm. Und STAR Level 92, die ist ja auch bei der Modifier mit dabei zu den Charakteren. Und ja, dürfte auch nicht mehr allzu lange dauern, ne? Also jetzt gebe ich ihr hauptsächlich die Combat Reports. Warte mal, war das nicht irgendwie... ja. Mann, ey, ich mag das gar nicht. Man trainiert, man trainiert, man trainiert und am Ende reicht das trotzdem nicht aus. Das ist so blöd. Ach, Leute, das ist doch... Gut, die kriegen das, glaub ich, gerade noch so hin, aber... Oh! Und ich muss etwas auch mal anmerken. Nicht motzen, keine Angst. Nix motzen, nur anmerken. Und zwar auf einem älteren Video von mir... hat Joe Hoodrock mal geschrieben, erstens, dass ich so ein bisschen gesäuselt wie ein Betrunkener spreche, das ist nicht das Problem, hingeschrieben, aber der hat mir auch geschrieben, dass ich dumm bin, ne, das ist jetzt, ich weiß, ne, boah, jetzt kommt er damit an, wow, er ist dumm, wow, darüber regt er sich auf, ich weiß, das wird jetzt der eine oder andere denken, ich will euch einfach nur da
darauf aufmerksam machen, Leute. Unten in der Videobeschreibung ist außerdem noch ein Link, dann könnt ihr das besser auch verfolgen und auch besser nach. Es ist schwierig zu erkennen, meint ihr es ernst oder meint ihr es nicht ernst. Das ist schwierig zu erkennen. Deswegen, ne, also er ist zurückgerudert damit mit der Aussage, nachdem ich ihn da auch mit ein paar Sachen konfrontiert habe, dass er nämlich besoffen zum Beispiel falsch geschrieben hat, hat er mir eine kleine Vorlage gegeben. Aber da ist dann erstmal auch etwas weiter beleidigend geworden, wo ich sage, ich kann das schwer erkennen, meint er es ernst oder meint er es nicht ernst. Deswegen bitte ich euch, wenn ihr sowas macht, ne, also so aus Scherz, wirklich aus Scherz, es meint, ey, ich, ne, mir so einen Spruch reinzudrücken, schreibt in den Kommentaren, ey, ne, kleiner Joke am Rande, ne, deine Stimme ist besoffen, ne, du bist total bescheuert. So, kleiner Joke am Rande, so könntet ihr das machen, ne? Aber dann solltet ihr natürlich auch nicht übertreiben mit weiter, blöd Kommentaren schreiben, ja, ich sag mal, bösen Kommentaren schreiben, weil, ich bin beim Thema Mobbing sehr empfindlich. Das kann Zimti, ich gehe hier Terminate, das kann Zimti bestätigen. Das kann auch ein anderer Freund von mir bestätigen, der mich auch übrigens abonniert hat, was ich nicht wusste und scheinbar auch meine Videos verfolgt. Jedenfalls, die beiden können das bestätigen, dass ich in der Schulzeit, Hauptschulzeit und Berufskollegzeit, ja, ich glaube auch in Grundschule, daran kann ich mich jetzt aber nicht so großartig erinnern, ziemlich stark gemobbt wurde. Deswegen bin ich beim Thema Mobbing sehr dünnhäutig und wenn ihr das mal mitbekommen sollte, dass jemand da es entweder ernst meint oder auch wirklich nur Joke, ne, macht darauf aufmerksam, bitte. Ich bin, was Mobbing wirklich angeht, bin ich sehr dünnhäutig. Ich bin auch was Thema schlecht reden über meine Familie, schlecht reden über meinen Freunden auch sehr extrem dünnhäutig. Also da solltet ihr verdammt nochmal aufpassen, was ihr auch schreibt, weil irgendwann mal, sag ich jetzt mal, mir ist alles zu viel. Ne, ich sag jetzt mal aus meiner Sicht, mir ist alles zu viel und ich werde jegliche Kommentare blocken. Niemand wird je einen Kommentar mehr schreiben können. Ne, das möchte ich nicht. Ne, aber das ist jetzt mal so ein ausgesprochenes Szenario. Ich möchte es eigentlich nicht, dass das so weit kommt. Aber wenn mir wirklich die Nase so dermaßen voll ist, dass ich jetzt die Notbremse so ziehen muss, dann werde ich es auch machen. Ne? Nur am Rande jetzt mal bemerkt. So, versuchen wir das hier mal. Was kann man hier einmal? Ach, sieht man ja nicht, leider. Und nochmal darauf, also der hat zwar später auch noch geschrieben, wenn du Kritik nicht verstehen kannst, bist du beim Bund falsch. Erstens, ich bin nicht mehr beim Bund, ne? Gut, zu diesem Zeitpunkt war ich noch nicht beim Bund. Ich war kurz davor, beim Bund zu gehen. Ich bin jetzt nicht mehr beim Bund, aber aber manche Sachen, Leute, ihr könnt euch nicht immer hinter dieser Kritikmaske verstecken. Ne? Ihr könnt nicht alles sagen, ist doch Kritik, das kannst du, wenn du das nicht verstehst. Leute, irgendwann mal ist auch damit zu viel, ne? Das ist dann keine Kritik mehr, das ist wirklich dann richtiges Mobbing oder richtiges Ärgern und ich habe euch da jetzt gerade gesagt, nee, da verstehe ich echt gar keinen Spaß.
Warte mal, ich muss mal kurz hier raus. Q-Plus. 1-3. Susanoko, dein Team räumt jetzt auf. Komm, lad schneller. Handy. Ach ja, deutsches Internet, schwieriges Internet. Gut. Damit konnten die locker umgehen, das ist schon mal gut. Ja, komm, Handy, lad schneller. Ich möchte diese Map sehen. Komm, lad. Hab jetzt auch nur noch 3 Runden verfügbar. Jetzt bleibt das Spiel stehen. Liebe Zuschauer, ich mach mal ganz kurz Pause. Das Spiel meint hier ein auf Arsch machen zu müssen. Also bis gleich. So, dann hoffen wir mal, dass das jetzt klappt. Na, also geht doch. Also dieses Problem habe ich manchmal auch auf meinem Handy, dass ich da echt entweder die Operation gerade starten möchte und die ganze Zeit auf Start Operation klicke, aber es passiert nichts. Oder eben, dass es manchmal in meinen Zügen, selten, aber meist bei Gegnerzügen, wenn die mich, wenn die am Angreifen sind oder sich am Bewegen sind, dass das Spiel dann echt stehen bleibt. Ich weiß nicht warum. Internet wahrscheinlich. Aber ist trotzdem immer wieder nervig und blöd.
Da ist Gegner, da ist Gegner, da ist Gegner, da ist Gegner. Nicht stark, nicht stark. Schnapp du dir den Randtiger. Doch stark. Ja, geht. Ja, ging, ging, ne? Komm. Was ist das? Map suchen wir einfach mal. Uhrzeit kann ich ja eigentlich auch sein lassen, weil ich sehe ja jetzt, ich habe nämlich jetzt ein bisschen das Fenster verschoben. Aufs Aufnahmefenster und das Spielefenster habe ich nach oben geschoben. Kann jetzt die Aufnahmezeit eben deutlich besser sehen. Daher brauche ich eigentlich gar keinen Wecker mehr einzusetzen. Wie kann die Batterie leer sein, wenn ich das doch aufgeladen habe? Na egal. Nochmal dasselbe, also bis gleich. So, da sind wir wieder und es klappt jetzt hoffentlich komplett. Ich weiß echt nicht. Also Feindboss. So wie es aussieht. Nein. Ist der hier in der Ecke? Irgendwo versteckt. Jedenfalls hoffe ich, dass der Gegner dort versteckt ist, weil sonst habe ich ein Problem. Ja gut, dann muss ich das irgendwann mal echt. Also,
Kein Feind-Boss hier. Verdammt! David! Nein! Was machen? Das passiert, wenn man ohne Karte kämpft. Damn it! Ich könnte weinen, ich möchte es aber nicht. Ich möchte es ja weniger bescheuerter machen, meine Let's Plays. Wobei ich glaube, der eine oder andere das schon ein bisschen liebt, wenn ich ein bisschen rumheule, ein bisschen rumrage. Ich glaube, das mag der eine oder andere schon. メイドを甘く見ないでくれる？どうです？怖いです。メイドとして当然の務めです。 Nicht. Ah, wo ist die? Da war die wahrscheinlich oben links in der Ecke. Oder wisst ihr, wo der Bossgegner ist? Ich habe jetzt versucht, Karte hat sich nicht richtig geladen. Deswegen bin ich dann jetzt den Rest auf gut Glück losgelaufen. Ihr seht das Ergebnis. Ach, da. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das der Bossgegner ist. Werden wir ja jetzt gleich sehen. Vielleicht auch nicht, ne? Aber ein Movement habe ich ja noch. Nein, da ist der Boss! Oh, bitte greif mich an, bitte greif mich an, bitte greif mich an! Okay, oben links merken für die Zukunft. Oben links. Ich hab deine Haustiere getötet. Ich hab deine Wachen getötet. Du musst mich angreifen. Ich versuche dich jetzt gerade irgendwie anzulocken.
Vielleicht kriege ich es hin, vielleicht auch nicht. Von der Stärke her dürfte ich es hinkriegen. Ja, ich krieg es hin. Vielleicht schwer beschädigt, aber ich krieg's hin. Oder auch nicht schwer beschädigt. Yay, geschafft, gerade so. Also, oben links. Ja, ist das Let's Play auch ein bisschen länger geworden, aber... Als kleine Entschädigung dafür, dass das zweimal pausiert werden musste. So, dann danke ich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß hattet Spaß und wirklich denkt bitte daran, mit den Kommentaren vorsichtig zu sein. Ihr könnt Kritik äußern. Kritik, was verstehe ich unter Kritik, sage ich jetzt mal. Wenn zum Beispiel dein Spielstil ist nicht gerade gut, Grafik ist schlecht, Sound ist schlecht. Das ist, ne, was um das Let's Play, was um die Spiele und so weiter alles geht. Wenn es aber jetzt so heißt, deine Stimme ist scheiße, deine Art ist scheiße, das ist, werte ich wiederum als persönlichen Angriff. Und das da hört bei mir schon Kritik auf. Ne, bevor ihr wieder ankommt, du kannst keine Kritik verstehen. Doch, ich kann Kritik verstehen, aber ich habe eben diese Definition von Kritik. Und ich meine, das ist auch so. Weil das andere, wenn man einen persönlich da, ne, kritisiert, das ist wiederum persönliches Angreifen. Das ist kein Kritisieren mehr. Ne, also heißt, deine Stimme ist schlecht, deine Art her, ne, wie du Mensch bist, ist scheiße. Das ist wiederum persönliches, aber jetzt sag ich mal, deine Art zu spielen. Oder deine Art, die Teams aufzustellen. Das ist Kritik. Das ist schon erlaubt. Ne? Aber wirklich nichts persönlich machen. Ja? Und auch nicht Thema Familie, Thema Freunde. Da verstehe ich überhaupt gar keinen Spaß. Und ich werde da wirklich rigoros, ausnahmslos, besser gesagt, richtig gesagt, dessen Kommentare dann löschen. Und wenn dann noch mehr davon dem Typen kommt, auf so eine Art und Weise, den werde ich dann gänzlich löschen. Ne, also, nicht nur ich muss mein Verhalten überlegen, auch ihr müsst das ein bisschen machen, Leute. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Montag, ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen dann uns wahrscheinlich, ja nicht nur wahrscheinlich, wir sehen uns dann am Freitag. Also, bis denne.